Also das sieht... Komm, aus Erinnerung hoch. Das sieht auf jeden Fall ziemlich eindeutig aus wie ein Bett. Aber so eingestaubt, da hat locker seit Jahren keiner mehr gelegen. Das war so spektakulär, wie auf diesen kleinen Ebenen da plötzlich Bäume drauf wachsen, Alter. Ja. Übelst heftig. Guck mal, hier ist schon anders aufgebaut. Ja, und wir sind noch nicht mal ganz oben, ne? Geht immer noch 2 Etagen höher. Aber die Aussicht ist schon nicht schlecht. Das sieht krank aus hier. Sieht ja nicht so ein bisschen wie so an das Obergeschoss halt, von da, wo wir das mit der Geisterbeschwörung gedreht haben, nur dass alles aus Stein ist statt aus Holz. Ja. Auch runter. Ziemlich cool aus. So, willkommen zu einer neuen Episode bei Unknown Worlds. Wir sind wieder in der Nähe von der Geisterstadt unterwegs, wo auch die letzten 3 Videos schon von waren. Wir wollten jetzt eigentlich erstmal zu dem Haus gehen, wo die letzte Folge aufgehört hat, und dann noch ein paar Drohnenaufnahmen machen. Sind jetzt aber auf dem Weg dahin einfach hier auf dieses Gebäude gestoßen, wo wir gerade drin sind. Ihr habt jetzt gerade schon direkt am Anfang, denke ich, die Szenen daraus gesehen. Wir glauben, das war so ein altes Verwaltungsbüro, so Bürgeramt oder irgendwie sowas. Das ist so typisch so irgendwie aufgebaut. War hier mitten am Straßenrand, auch mitten in einem Dorf, aber so ein bisschen weiter weg von der Geisterstadt. Und ja, eigentlich hatten wir heute noch vor, zu einem Flugplatz zu fahren, der hier auch direkt in der Nähe ist und auch zu diesem großen Kaserngebiet gehört, zu dem das hier alles irgendwie gehört hat.
und ja, dort noch ein paar ziemlich coole Drohnenaufnahmen zu machen und das seht ihr dann jetzt. So, wir sind jetzt am Flugplatz angekommen und versuchen noch wirklich die letzte halbe Stunde Licht hier so gut wie möglich einzufangen. Ja, das war jetzt eben alles schon wieder mega stressig. Das mit dem Connecten hat nicht funktioniert, dann stand man wieder 20 Minuten rum, hat nichts gemacht. Plötzlich war die Sonne schon am Untergang, man dachte, fuck, wir sind ja noch nicht mal am Flugplatz, jetzt müssen wir uns aber richtig beeilen. Ja, und die Sonne ist jetzt gerade wirklich in einer absoluten Sternposition. Das ist gerade die absolute goldene Stunde, fängt gerade an, würde ich mal sagen. Und jetzt müssen wir hier schnell Bilder und Impressionen wie möglich einfangen. So, unsere letzte Station für heute. Wir sind jetzt hier nochmal an den, ich glaube, an den Hangars, an den verlassenen Flughallen vom Flugplatz. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 10 Minuten ungefähr helles Licht, versuchen jetzt hier nochmal alles rauszuholen. Let's go. Jetzt haben wir die Hangar zumindest noch von den Drohnenaufnahmen her geschafft. Die scheinen von vorne komplett zu sein, aber ich bin einmal um die Seite rumgegangen und man konnte direkt von der Seite rein. Das heißt, wir müssen nochmal wieder herkommen und werden dann nochmal ein extra Video über die Hangars hier machen, von außen und von innen.
Dann haben wir woanders hier in der Gegend noch ein Video geplant und dann noch ein Video. Also wir müssen hier mindestens, glaube ich, für 3, 4, 5 Videos nochmal wiederkommen, weil das einfach so viel hier bietet, dieser Ort. Ja, also war jetzt ein sehr drohnenlastiges Video. Wir hoffen, da waren ein paar coole Aufnahmen dabei. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder am Sonntag um 18 Uhr bei Unknown Worlds. Ciao.